Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Baphomets Fluch Schatten der Templer. Wir sind hier irgendwo in L'Espagna. Bei dieser Frau, wo da nicht angezeigt wird, welche Frau es ist. Aber wir können uns hier mal ein paar Sachen anschauen. Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Ja, heute ist bei mir ein Offline-Tag. Kein Internet. Das heißt, ich kann die ganze Scheiße für den kommenden Monat aufnehmen. Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende. Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Ja, benutze ihn mal. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Okay, dann betrachte das Vor dem Schrein sehe ich ein Stehpult mit einer Bibel drauf. Was steht da? Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Oha, und? Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Aha, und? Aus der Nähe kann ich ein Muster über einem... Okay, sonst nichts. Dann betrachte... das Fenster. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. Also es anschauen. Oben in der Kuppel sehe ich Fenster. Ich vermute, die lassen sich öffnen, damit es hier nicht so leicht stickig wird. Das Mausoleum enthält 5 Gruften für 5 der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Dann reden wir mal mit der Frau. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. Was hat jetzt gesagt, wie heißt die? Wer genau sind denn diese Leute? Die Leute... Meine Vorfahren. Die 5 Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. 5 Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur 5. 6. Wo ist der 6. Ritter? Wir wissen es nicht. Einer ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann ja wohl nicht wichtig für sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der De Vasconcellos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lassen wir das Thema erstmal. Aber nur erstmal, die Statue der Jungfrau Maria. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit 5 Rittern zu teilen? Sie beweisen nur ihre Ignoranz, Senior Stoppard. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Wie so manche andere Sachen heute auch. Dann dieses Schachbrett und diese Bibel. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten sie schon haben? Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend. Oh nein, war das ein Minigame? Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid. Was? Senior Stoppard? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier... Und jetzt? All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Lopez? Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Los jetzt! Schnell! Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel. Das könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich?
Ja, wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich. Was können Sie mir so sonst noch über die Tempelritter erzählen? Während wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Sie. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen. Warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und ritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wieder gesehen. Ah, Lopez, haben Sie die Figuren? Sie, Signora, wie Sie befohlen haben. Por favor, Señor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Señor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Meine Herrin scheint euch zu vertrauen. Aber sie nicht. Nein, Señor. Es passt, Señor Stoppard. Es passt! Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. Jede Fachfigur muss in das korrekte Loch gesteckt werden. Klicke auf eine nicht platzierte Schachfigur, um das Muster darunter zu erkennen. Klicke ebenso auf die Löcher auf dem Brett, um ihr Muster zu sehen. Jede Schachfigur muss auf das Loch mit dem passenden Muster gezogen werden. Wenn du einen Spielstein in das falsche Loch stecken willst, springt er wieder zu seinem Platz an der Seite zurück. Rot, blau, grün, schwarz, dann komm. Wie ging das jetzt nochmal? Nein. Rot, schwarz, grün, blau, wo bist du? So. Wo ist denn der Hotspot dafür? Mann, oh Mann, ist das frickelig geworden. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Rot, grün, blau, schwarz. Blau, rot, grün, schwarz. War doch der hier, oder? Ja. Oh. Weiß, blau, rot, grün. Natürlich der letzte.
Ach, komm schon. Mann, oh Mann, ist das fummelig. Machen wir später. Grün, blau, rot, schwarz. War der hier. Will auch noch nicht. Dann haben wir grün, weiß, rot, blau. Och Mann, das ist doch eine Scheiße. Rot, weiß, blau, grün. Wir noch grün, weiß, also der Läufer. Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, jetzt habe ich den Läufer, okay. Okay, den Springer als Trainer. Irgendwie den König. Nur will der ausgerechnet nicht. Ah, wer hat denn diese Scheiße programmiert? Konnten die den Hotspot nicht etwas größer machen? Oh. Ist das geschehen, passen die viereckigen Füße auf die weißen Figuren. Ich muss nur noch herausfinden, wo ich sie platzieren muss. Ich muss einfach länger drauf bleiben. Oh. Das war die viereckigen Füße. Das hier ist der König, nicht wahr? Das hier war die Dame. Der König darf nicht Schachmatt sein, also muss er hier hin. Dann haben wir einen Springer. Hier, dann haben wir den Live, der muss da rüber. Oder muss ich sein König Schachmatt setzen? Halt, nein, das nicht. Der ist hier safe, okay. Weil der Springer nicht. Ah, ich darf sie tatsächlich nur auf. Ah ja, ich darf sie nur auf dieser Linie platzieren, okay. Ach du meine. Wisst ihr, wie viele verschiedene Kombinationen es da gibt? Zu viele auf alle Fälle. Nein, der Läufer muss schon hier hin. Muss ich jetzt nicht sein König matt setzen? Gut, der König könnte auch rein theoretisch noch hier rein.
Dann ist aber nicht mehr möglich, diesen König matt zu setzen. Bingo! Schachmatt natürlich. Ah, doch. Ich habe es tatsächlich geschafft, matt zu setzen. Senior Stoppard, schauen Sie. Was ist denn das? Das ist doch nicht etwa der Heilige Gral, oder? Unsinn, Senior Stoppard. Das ist der Kommunionskelch der Familie de Vasconcellos. Er wird seit fast 700 Jahren vermisst. Wow. Und? Greifen Sie zu. Ich kann das hier einfach nicht glauben. Oh, machen Sie schon. Leben Sie mal ein bisschen. Sind Sie sicher? Das hier ist der Moment Ihres Triumphes, Senior Stoppard. Sicher bin ich sicher. Na los. Lecker, 700 Jahre alte Hostien. Dass möglicherweise tödliche Fallen eingebaut sein könnten, daran habe ich in diesem Moment überhaupt nicht gedacht. Genau, tödlich Fallen zählt der Templer, genau. Wieder Nikos Apartment. Somit ist der Fluch der de Vasconcellos aufgehoben. Oh nein, die Gräfin war aufgeregt, als sie den verlorenen Kelch fand. Aber das Rätsel um den verschwundenen Ritter ist immer noch ungelöst. Nun, das kannst du jetzt vergessen und erstmal das Geheimnis der Templer lüften. Oh, ehrlich gesagt, ich habe der Gräfin versprochen, Don Carlos zu finden. Du hast was? Ich kann alles erklären. Du hast nichts Besseres zu tun, als einen verstaubten alten spanischen Aristokraten zu suchen? Die Gräfin hat mir den Kelch und die Suche nach dem Grab ihres Vorfahren anvertraut. Du bist genauso verrückt wie sie. Hast du nicht schon genug Probleme? Khan und die Templer? Es ist ein Teil des Ganzen. Der Kelch ist wichtig, das weiß ich. Die Schriftrolle hat uns auf den Ritter hingewiesen und ich muss ihn finden. Was dann? Weiß nicht, aber wenn der Ritter und der Kelch zusammengeführt sind, vielleicht weiß ich es dann. Ist da etwas zwischen dir und Lobineau? Ja, Lobineau hieß er. Was geht dich das an? Wir haben uns darauf geeinigt, dass all dies hier, der Clown, die Templer, reine Geschäftssache ist. Ja, aber... Lass mich in Ruhe. Ha, wenn ihr wüsstet, was bis zum vierten Teil Verrücktes passiert. Meine Güte. Fünfte Teil habe ich leider noch nicht gespielt, den werden wir wahrscheinlich blind spielen. Aber ja, der erste ist ja auch noch nicht fertig. So kommen noch 2, 2.5, 3, 4 und dann kommt jetzt der fünfte. Und 2.5 könnt ihr kostenlos herunterladen. Oh, ich habe wieder Internet, sehe ich gerade. Dann hoffe ich mal, dass Steam im Offline-Modus geblieben ist, weil sonst werde ich jetzt genervt. Aber ihr habt ja noch nichts gesehen. So, dann gehe ich mal wieder. Oder mehr über den Kelch? Diesen Kelch habe ich in Spanien gefunden. Ich weiß immer noch nicht, warum die Gräfin ihn dir gegeben hat. Nachdem er all die Jahre verloren war, hat sie ihn einfach einem Wildfremden gegeben? Der fehlt doch wohl eine Krabbe in der Paella. Die Gräfin ist eine vornehme Dame. Du solltest sie nicht mit Meeresfrüchten vergleichen. Es würde mich nicht wundern, wenn zwischen dir und der Gräfin was gewesen wäre. Ist das dein Ernst? Sie ist alt genug, um meine Großmutter zu sein. Konter, Genio. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Zum Glück weiß ich ja, wo sich derjenige versteckt, aber wir lesen jetzt noch etwas Notizbuch. Spanien, Villa de Vasconcellos. Lobineau meint, das Wappen des Ritters gehörte zur Familie der de Vasconcellos. Nicht Familie de Vasconcellos. Aus Costa Calida, Spanien. Muss herausfinden, was diese Familie mit dem Manuskript zu tun hat. Lobineau scheint recht zu haben. Die Familie de Vasconcellos hatte starke Bindungen zu den Templern. Auch das Schachbrett der Gräfin datiert aus dieser... Na gut, ich drück noch ein Auge zu, weil das Spiel aus den frühen 90ern stammt. Datiert aus dieser Zeit. Mit diesen Schachfiguren stimmt was nicht. Die Gräfin brachte mich zum Mausoleum aus dem 13. Jahrhundert, in dem 5 von 6 Templern der Familie de Vasconcellos begraben sind. Habe Schachbretträtsel entdeckt. Das muss irgendwie in Verbindung stehen mit den seltsamen Schachfiguren. Die Gräfin strahlte, als ich es ihr sagte. Gräfin hat mir von dem vermissten Ritter der Familie de Vasconcellos erzählt.
von Don Carlos und seinem Streit mit der Kirche nach der Zerschlagung des Templerordens. Als Don Carlos von seiner Forschungsreise zurückkehrte, waren seine Diener ermordet und seine Kinder verschleppt. Er hat verzweifelt bis an sein Lebensende nach den Kindern gesucht. Seitdem liegt ein Fluch auf der Familie de Vasconcellos. Habe mich wieder mal als Rätselkönig bewährt und einen alten, versteckten Templerkelch entdeckt. Auf nach Paris, den muss ich Nico zeigen. Muss versuchen herauszufinden, was mit Don Carlos passiert ist. Habe das der Gräfin versprochen. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. So, den Kelch habe ich, Zeit der Spur nach Irland zu folgen und Montfaucon näher zu erkunden. Warte, ich muss jetzt nach Irland. Na gut.